Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age. Hier haben wir direkt mal wieder Feinde. Oh, Vorknöpfen, zack. Und, oh, die haben ein bisschen. Ah, wobei, nee, doch nicht. Dachte gerade, die hätten ein bisschen mehr Leben, aber. Nee. Oh, das ist ein. Okay, das ist ein Magier. Das ist alles Magier, ne? Kein Templer mehr. Aber großes Aushalten tun sie nicht. Die Abtrünnigen sind in die Hügel geflohen. Da oben ist was. Was genau suchen wir eigentlich nochmal? Ich hab's gerade vergessen. Warte mal. Questkarte? Was ist das hier nochmal? Achso, das ist eine neue Quest, die wir aufgenommen haben. Die darauf hingedeutet, dass es in einer der Höhlen, in den Hügeln, eine Lyriomana gibt. Das kostbare Mineral wartet offenbar nur darauf, abgebaut zu werden. Okay, das ist also nur so eine Quest, die uns ein bisschen hilft. Ach komm, gehen wir hier mal in den Dungeon rein. Achso, dann muss ich erstmal hier mit meinem Magierfreund mal kurz rangehen. Die können nochmal zerstört werden. Achso, vielleicht mit dem Zwerg da rein. Kann das sein? Keine Ahnung, wie wir da jetzt rankommen sollen. Erstmal hier einen Gürtel mitnehmen. So, und wie kommen wir jetzt da rein? Jetzt hier mit ihm nochmal kurz da rein. Was heißt denn das, wenn ich jetzt hier so rangehe? Okay, anscheinend. Scheint also irgendwie nicht zu gehen. Das ist eine Barriere. Der ist nochmal Dragonstein. Dann nehmen wir mit. Okay, haben wir mal schon genug für die Quest. Keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Gut, dann ja, lassen wir den Quest einfach da, wie er ist. Dann sind wir hier fertig. So, dann können wir hier. Liebe ist geduldig. Ach, den Ring. Ach, verdammt. Achso, nee, mussten wir erst hier holen. Ja, okay, alles gut, alles gut. Das heißt, wir gehen jetzt. Warum kann ich nicht reisen? Jetzt kann ich reisen. Gut, dann reisen wir zum Lager, geben den Ring bei der Frau ab. So, jetzt müssen wir hier zu der Frau. Achso, die haben wir ja schon ausgewählt. Die war hier rum, glaube ich. Ja, und dann da diesen Weg hoch. Gut. Alles klar. Das ist keine große Sache. Easy going. Hier ist wieder ein Böser. Und hier können wir wieder eine Quest annehmen. Könnte ich eigentlich eine Abkürzung nehmen? Nice, es scheint zu funktionieren. Jawohl. Cool, das ist nice. Manchmal ist es ja so, dass man in solchen Spielen nicht irgendwie querfeld einlaufen kann, aber es funktioniert. Hä? Warte mal. Quest. Liebe ist geduldig. Das ist diese Frau. Aber hier ist diese Burg, wo wir vorhin waren. Ist die jetzt hier reingelaufen? Die war doch in so einer Hütte. Ah. Nee, wir sind falsch. Oder? Ja. Ist doch richtig. Dann müssen wir jetzt auf einmal das hier abgeben. Okay, dann müssen wir so eine Etage höher. Was irgendwie komisch, dass die auf einmal hier ist. Wie geht's weiter? Ihn aufklettern. Das ist nicht der Sohn, den wir jetzt besuchen, von dem Mann, wo die Frau da. Weiß ich was mit der. Oh nein. Ich nehme hier gerade einen anderen, der höher ist. Kein Bock da jetzt wieder die Hochkletteranimation mir anzugucken. Kann ich jetzt hier raus? Jawohl. Da muss ich da hinten hin, wahrscheinlich in das Haus. Ist er das? Was? Und die Frage, wie komme ich da hin? Nice. Ach, vielleicht einmal rumlaufen, das kann natürlich sein. Aber wir spielen unter unseren. Oh nein! Oh, wie schlecht. Oh mein Gott. Okay, hier haben wir mit dem ja schon geredet. Wenn wir jetzt höher gehen.
Also wir müssen auf jeden Fall ins Haus da rein. Wenn wir jetzt hier runterspringen. Ach, vielleicht von da hinten. Ich schüpfe nochmal runter. Ist ja kein Thema, man kriegt immer so ein bisschen Fallschaden. Das kann man verkraften. Vielleicht müssen wir von hier hinten in den Turm rein. Bisschen Eingang. Ja, hier ist ein Eingang. Sehr gut. Jetzt können wir auch wieder unseren Held spielen. Warum kann ich gerade nicht? So, jetzt kann ich hier wieder unseren spielen. Was natürlich cool wäre, wenn wir die alle an unterschiedlichen Orten positionieren könnten. Was man glaube ich machen kann und dann immer so hin und her zwitschen. Entschuldigt bitte. Seid ihr auf eurem Weg hierher zufällig einer jungen Adligen mit blondem Haar und hellgrünen Augen begegnet? Lady Berliner sollte hier sein. Wir müssen zusammen sein, wenn der Bauer erscheint. Ich fand den Leichnam. Ich habe am Fuße des Hügels den Leichnam einer jungen Frau gefunden. Sie hatte einen Brief bei sich. Dieser Brief. Berliner ist tot? Aber wir waren dafür bestimmt zusammen zu sein. Der Erbauer würde uns nicht voneinander trennen. Was soll ich jetzt nur machen? Er ließ sich im Stich, Githeim. Tritt der Inquisition bei. Die Inquisition braucht Männer, deren Glaube so stark ist wie der eure. Schließt euch uns an und helft uns, die Ordnung wiederherzustellen. Ja. Wie könnte ich hier in den Hügeln warten, während gleichzeitig Unschuldige sterben? Ich werde das Wort des Erbauers mit dem Schwert verbreiten. Meine Männer und ich werden unsere Stärke in den Dienst der Inquisition stellen. Ich danke euch. Na gut, nice. Seine Geliebte, seine Frau, was auch immer, ist gestorben. Und das ist dann die, die wir gefunden haben. Ach so. Auf jeden Fall, die ist gestorben. Ja, und es ist einfach in der Inquisition beigetreten. Gut, das ist natürlich nice. Was ist das hier nochmal? Ach so, genau, das ist dieser... Ach, ist hier. Ach, hier war der. Gut, da habe ich mich natürlich vertan. Blöd, aber... Habe ich einfach unbewusst noch ein Quest abgegeben. Natürlich auch perfekt. Ich meine, was will man mehr, ne? Und wir haben noch einen Inquisitionsbeitritt. Ich weiß nicht, ob das sich später... Ich weiß nicht, ob das sich später noch irgendwie bemerkbar macht oder so, dass wir dann den an unserer Seite beim Kämpfen haben. Was natürlich sehr cool wäre, aber selbst finde ich scheißegal. So, hier war der Typ da, wo wir... seine Kollegin hat zurückgebracht haben, die aber irgendwie immer noch nicht wieder da ist. Die hat er ja gestanden und Aussicht gehalten. Ausschau, meine ich. Oder gut, wir befinden uns mal wieder in den Randgebieten, Freunde. Was eine Neuerung. Gut, und wir müssen jetzt mit der Bäuerin sprechen. Dann bringen wir den Widder, das Widderfeld zurück. Und wir haben sind richtig gut, wir haben richtig was geschafft. Wir haben zwar nur Nebenquests gemacht, aber ich finde, man muss es dann auch irgendwie mal... Komm, hier, die töten wir. Ich finde, man muss auch mal eben was machen, nicht immer nur die Hauptstory hinterherlaufen. Auf jeden Fall haben wir auch viel Level gesammelt hier. Und das beeinflusst, was später vielleicht sehr nützlich sein kann. Und, ja, wie gesagt, wir haben Level gesammelt. Können dadurch ja alles. Bin ich tot? Nee, keine niedrige Gesundheit. Wir haben Level gesammelt und alles. Das ist ja im Nachhinein noch sehr nützlich, auf jeden Fall. So, jetzt kurz mal hier zu der Frau. Wo ist sie? Da. Nehmt euch vor den Templern in Acht. Es kümmert sie nicht mehr, wen sie töten. Ist das so irgendwas? Ich fand diesen Ring bei einem Templer, den ich erschlagen habe. Das ist er. Seid gepriesen. Ihr und die Inquisition habt meinem Mann Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das bringt ihn mir zwar nicht wieder zurück, aber seine Seele kann nun Frieden finden. Genau wie ich auch. Warum immer Cassandra? Ist das hier Cassandra? Ist die Cassandra zufällig? Weiß ich nicht. Aber warum stimmt die immer zu und so? Das verstehe ich nicht. Gut, egal. So, wir haben das alles jetzt erledigt. Jetzt können wir hier noch eine Quest annehmen, hier noch eine Quest annehmen. Ah, pf, scheißegal. Wir rushen jetzt mal Händler. Wegkreuzung. Ach, wir müssen ja hier hinten noch alles machen, ne? Hier ist nichts mehr. Ne, hier ist... diese Zwergenquest, die wir irgendwie nicht machen konnten. Und dann müssen wir hier...
Finde das Lager der Templer an der westlichen Straße. Gut, das machen wir natürlich auch noch alles. Aber jetzt erstmal hier hinreisen. Und gut, dann machen wir den Rest dann auch noch. Dann würde ich sagen, diese Folge lassen wir ausklingen mit den beiden Quests, die wir abgeben. Und dann machen wir den Rest später. Moment, ich will nur mal kurz gucken. Questkarte. Erstmal hier kurz markieren. So, und jetzt müssen wir hier Templer da, dann hier noch ein Lager aufschlagen. Achso, genau, das war mit Dante oder wie heißt. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Risse zumachen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber, okay, nee, hier ging es ja nicht weiter. Stimmt, hier waren wir ganz am Anfang. Ich entsinne mich. Na gut, alles klar, kein Thema. So. Durchwaschen, durchs Gestrüpp. Wird Spiel, ich weiß nicht, manchmal ist es bei mir so, denke ich so, ah, nee, ich hab PG. Ah, nee, ich renne hier überall durch. Ich würde sowieso nicht das Spiel fertig bringen. Und dann halte ich mich meistens nur an die Hauptquest. Aber jetzt so mit den Nebenquests. Dragon Age, das ist echt ein schönes Spiel, muss ich sagen. Weil ich hatte ja vorher noch nie wirklich Berührung mit der Spielereihe. Mich nie wirklich mit auseinandergesetzt. Aber pff, doch, es macht richtig Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Hätte man sich einfach hier importen können. Natürlich. Na gut, egal. So, was ist näher dran? Okay, macht keinen Unterschied. Ob wir jetzt links oder rechts gehen, dann gehen wir erstmal links. Zack. Zack. Das war, glaube ich, hier mit den Flüchtlingen. Kann das sein? War das hier drin? Nee, das müsste draußen gewesen sein. Das war doch hier der, oder nicht? Magier, Templer, Banditen, Dämonen. Das macht es einem Mann wirklich schwer, sein Abendessen zu erledigen. Hier. Das hilft euch vielleicht weiter. Mehr als das. Damit kann ich diese hungrigen Bäuche füllen und den Leuten etwas Hoffnung geben. Ich hatte bisher nicht viel von der Inquisition gehalten, aber ihr seid die Einzigen, die uns helfen. Vielleicht habe ich mich ja geirrt. Ja, würde ich mal sagen, schließt sich den Verbündeten, Flüchtling an. Was hat er noch zu sagen? Ich habe alles verteilt, was ihr gefunden habt. Jetzt wird erstmal niemand mehr Hunger leiden. Okay, also nur so eine Nebeninfo zu sagen. So, und jetzt hier. Weiß gar nicht, was wir hier nochmal machen muss. Ach ja, genau, den Trank abgeben bei dem Mann. Habt ihr den Trank? Hier, bitte. Der Trank und eine Anleitung, wie man ihn herstellt. Sylle segne euch, oder der Erbauer, oder wer auch immer. Was macht das schon für einen Unterschied? Ich bin euch einfach nur dankbar. Ich werde ihn ihr sofort geben. Und sollte ich der Inquisition je helfen können, werde ich es tun. Darauf habt ihr mein Wort. Jawohl. Nochmal noch ein Inquisitionsmitglied auf unsere Seite gewonnen. Und da würde ich sagen, ja, direkt ins nächste Abenteuer stürzen. Was ist hier? Ein Riss? Achso, nur noch ein zweiter Riss. Ja, komm, dann würde ich sagen, reisen wir hier hin. Lager am Ostsee. Stand der Ostsee, habe ich mich gerade verlesen. Würde keinen Sinn ergeben, weil es wenn denn der Westen ist, aber gut, egal. Sehen wir gleich, wann wir hier mit der Reise fertig sind. Junge, was reist ja auf immer so lange? Achso. Ach, Lutias See. Ich hab See am Westen oder so. Warte mal, erstmal nochmal hier rasten. Können wir mal unsere Tränke aufstocken. Was ich persönlich auch ganz cool finde, dass wir hier nicht immer. Warum kann ich momentan nicht speichern? Questkarte. Ach komm. Markieren wir uns das mal direkt. Jetzt müssen wir. Ja, doch dieses eine hier suchen, ne? Bin hier so ein Loch reingefallen. Oh shit, hier geht's runter. Das mache ich jetzt nochmal kurz für die Quest, bevor wir die Folge beenden. Da haben wir einen schönen Abschluss. Ach, wir sind auf der Weststraße. Was ist das hier? Okay, wir laufen also genau ins Auge des Sturms. Es ist so, dass man in einem Tornado immer Ruhe hat. Ach komm, hier die. Alten hier. Links gemacht. Zack, 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 zack. Ja, die knüppelt da mit dem Hammer drauf rum. Das ist so cool. Ohne Erbarm. Und die da schmeißt sie dann halt Pool raus. Mit. Auch nochmal mit. Ah, zack. Perfekt, dann setzen wir auch nochmal mit. Ich find's nicht so gut, dass die Leichen sich so schnell auflösen, aber ist ja auch egal. Gut, hier kann ich was lesen. Ach,
So eine Templer-Sache. Scheißegal. Wir sind noch wieder weg. Ach so, hier ist das Lager. Kann das sein? Ich gehe erstmal auf die Bogenschützen los. Weil die sind, glaube ich, ein bisschen... Der Typ mit seinem Schild muss mir ja erstmal hinterherlaufen und die Bogenschützen können mich ja immer schön aus dem Hinterhalt hier attackieren. Deswegen nehme ich die mal gerade alle. Achso, der ist schon tot. Okay. Ich weiß, dass ich ihn jetzt nicht geplündert habe, aber ist ja auch egal. So. Und jetzt den Fetten, der wird da schön von hinten angegriffen. Zack. Das ist auch schon mal so ein Vorteil noch an meinen Kollegen, weißt du, die sind von vorne, ich kann ihn von hinten angreifen. Ich weiß nicht, echt nicht, wieso man da die nicht mitnehmen sollte. Finde das Lager der Tempel an der westlichen Straße. Ist das das hier? Achso, ist das schöne Brücke, das ist eine Sehenswürdigkeit. Kurz mal was gucken auf der Questkarte. Was ist hier? Noch eine Quest. Ach, da oben ist es vielleicht. Weiß ich nicht. Und auf jeden Fall. Zwei dickere. Und der kassiert jetzt auch die. Boah, ist das eine Blutspritze, Alter. Der kloppt da drauf ein. So, und jetzt. Das ist so lustig, wenn da liegt ein Leich auf dem Boden und die holt den Hammer und kloppt dann. Das ist echt brutal. Ich finde es echt gut, dass wir dir den Hammer gegeben haben. Das war die richtige Lösung, die richtige Option, sag ich mal. Ah, der hat so einen Sonderangriff, das finde ich auch ganz interessant. Dann komm her. Zack. Und dann hier nochmal kurz. Eliminieren. 25, 21, 2. Zack, zack, zack. Und bam. Gut, haben wir auseinandergenommen. Muss ich mal kurz gucken. Rockorti ist ein Level aufgestiegen. Komm, das machen wir direkt nochmal. Und dann. Wie viel habe ich? Ein Punkt. Okay, wollen wir hier eine Parade geben? Ja, machen wir. Komm, anwenden. Jetzt haben wir hier auch nur so noch ein neues Attribut gelernt. Durch die Frage, weil ich die Quest entdeckt. Templerlager. Haben wir es jetzt schon gefunden? Haben wir die Quest jetzt fertig? Nee. Ist das hier? Vielleicht ist das ja hier hinten. Westliche Straße, ich weiß gar nicht, wo die westliche Straße ist. Das ist die wahrscheinlich ein bisschen. Haben dort vorne einen Stützpunkt errichtet. Okay, doch, wir haben es. Sieht ziemlich danach aus. Ja, die Ding ist ja auch kleiner geworden. Hier, das ist das Gebiet. Das ist eine coole Quest. Weil das, glaube ich, mit der Frau, die wir finden mussten, sehr ähnlich war. Nur eben, dass wir die relativ zügig gefunden haben. Was das jetzt hier bringt. Weiß ich auch nicht, dass wir wahrscheinlich von mir angegriffen werden, aber momentan teilen wir sowieso nur aus. Kurz mitnehmen. Der Bogen sehen, schön. Müssen wir die ganzen Templer hier töten? Könnte das sein? Ich glaube. Würde zumindest Sinn ergeben. Oh, hier sind drei. So, das ist so zum Parieren. Okay, alles gleich aufgestanden. Das heißt, wir können, wenn die uns angreifen sollten, können wir die direkt so parieren. Klar, da gibt's Sinn. So, der ist auch gleich. Also ich muss echt sagen, das macht echt Spaß. Schon zum dritten Mal oder so jetzt gesagt, aber. Ist natürlich, wir sind relativ flink. Deswegen habe ich auch den Charakter ganz am Anfang genommen, weil das sehr Spaß macht. Das hört auf die Eiskultur ein, sie macht hier, ich weiß nicht wie es heißt, aber so. Eiskunst, dass man da. Ach, Eishauerei heißt das, glaube ich. Auch cool. Und zack. Ja, jetzt haben wir das, ne? Die Dinge sollten jetzt auf dem Königsweg sicherer sein. Dennoch müssen wir uns noch immer um die Abtrünnigen kümmern.
Das heißt, wir haben das soweit erstmal alles gemacht. Wir haben noch mehr Einfluss bekommen. Jetzt können wir hier das Lager aufschlagen. Und das machen wir bei erst in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.